Hey, och välkomna mitt vara berömda Vittborovling. Vi hoppas att ni har det en jättebra start i nytt år. 2020 var ibland ett svårt år, måste man säga. Men jag tänker att vi gör det den bäst. Eftersom vi började detta formatet till exempel. Och vi är bara lyckliga nu att ha möjlighet att dricka vin med er. Igen, live och digitalt. Jo, heter Laura Voigt. Ja, und ich bin Peter Fladung und bleibe ganz ruhig, weil Sie ja Laura jetzt nicht so ganz perfekt verstanden haben. Das mache ich auch manchmal nicht, wenn sie Deutsch redet. Aber das war auf jeden Fall Schwedisch. Wie charmant du gleich zu Ja, Beginn bist. Vielen ich Dank. kann ja auch nicht aus meiner Haut. Ja, liebe Zusehende, herzlich willkommen zu unserer Online-Weinprobe, die erste in 2020. Unser Online-Weinprobenformat passt weiterhin perfekt in die Zeit. Und somit sind wir auch heute wieder am Start mit euch. Genau, als kleinen Rückblick auf dieses Jahr, doch sehr besondere letzte Jahr 2020, verkosten wir heute mit euch ein Best-of 2020. Und dieses Weinpaket erhaltet ihr natürlich wie immer bei uns im Online-Shop unter www.gbf-frankenwein.de. Und gerne natürlich auch unter Vorbestellung in einer unserer GWF-Vinotheken, in eurer Lieblingsvinothek. Sucht es euch raus. Ruft aber vorher bitte kurz an, dass Sie es eben auch vorrätig haben. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, dass Wein als Lebensmittel zählt. Und somit haben wir trotz etwaiger Lockdown-Beschlüsse weiterhin geöffnet in den Vinotheken. Und es ist leider halt verboten oder untersagt, Wein zu probieren. Aber wir werden unsere blumigsten und schönsten Worte verwenden, um euch die Weine zu beschreiben. Also somit freuen wir uns weiterhin über euren Besuch vor Ort. Genau. Bevor ich euch sage, welche Weine überhaupt in dem Paket drin sind, vielleicht noch mal ein Gedanke zu diesem Titel Best of 2020. Ich habe da tatsächlich Menschen auch angesprochen, sondern, was bitte war denn an 2020 Best of würdig? Ja, ich würde sagen, sowas, was wir heute hier tun, Laura, Ja. oder? Mit netten Menschen vor und hinter der Kamera stehen und leckere Weine probieren. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die werden lecker. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Und wir würden anfangen, unsere illustre Probe heute mit einem 2019er, also 2019, mal unbedingt durcheinander mit 2019, also ein 2020. 2019er Stettener Stein, Silvanerkabinett trocken. Weiter geht es dann mit einem 2019er Derptinger Mandelberg, Grauer Burgunder Kabinett trocken. Und den Abschluss macht der 2018er Spätburgunder vom Rombacher Josefsberg. Und den habe ich hier auf meinem Tisch stehen. Alle diese Weine sind mit Goldmedaillen gesegnet aus verschiedenen Weinwettbewerben. Und das kann jetzt von euch kaum einer nachprüfen, ein paar schon, wenige können es nachprüfen, aber tatsächlich befinden sich alle diese Weine auch in meiner Garage. Das ist also mein Weinlager. Wenn ich also sage, Schatz, ich muss mal kurz zur Garage, dann weiß meine Frau, es kann auch mal länger dauern. Ne? Weiß ich gleich Bescheid, ja. Ja, so viel kleiner Einblick in meine Welt zu Nein. Hause hier. Ja. Teilt uns auch, wie immer, gerne in den Kommentaren über Facebook und YouTube mit, wie es euch gefällt. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen. Laura hat es im Blick und wir werden die Fragen dann beantworten. Also nur her damit, auch wenn ihr noch Wünsche irgendwie habt, dass wir das eben beantworten oder noch was dazu sagen. Gerne her damit. Die Kommentare ploppen nämlich direkt bei mir auf meinen riesengroßen Bildschirm, den ich hier liegen habe. Zum Glück sind meine Augen noch relativ gut, also ich kann es gut lesen, ploppen gleich rein. Und gerne werde ich dann den Peter in seinem Redeschwall unterbrechen, um dann auch eine Antwort oder einen Kommentar zu der Frage zu bekommen. Redeschwall. Ja. Redeschwall, ich bin Mann, also Redeschwall passt doch gar nicht dazu. Naja, gut. Wir fangen an mit dem 2019er Stettener Stein Silvaner Kabinett Trocken. Da schenke ich uns doch mal einen Schluck ein. Ihr am besten auch draußen. Also Stettener Stein Silvaner Kabinett Trocken. Hoffentlich gekühlt. Geht immer davon aus, dass ihr das schon wisst. Ja, wir fangen wieder an. Schauen mal so die Farbe. War hier so unauffällig, auf jeden Fall. Angenehm, schaut gut aus. Das ist schon mal ein wichtiges Attribut, wie ich Ja, finde. macht schon richtig Lust. Wenn wir jetzt mal nach dem Odor gehen, also nach der Nase, geht es bei mir in allererster Richtung mal Richtung Quitte. Ja. Aber ein bisschen Birne ist noch dabei. Ja, auch, ne?
Wann sagst du da dazu? Ja, weil du halt schon wieder der Quitte anfängst, das ist eigentlich mein Ding. Ne? Also Quitte finde ich ja immer sehr passend. Gefällt mir hier übrigens auch sehr gut. Also das ist wirklich ein quittiger Wein. Findet ihr es nicht auch? Erster Augenblick Quitte. Ja. Also somit ja, okay. Kann ich verstehen, es geht halt 2021 genauso weiter, wie es 2020 aufgehört hat. Quitte, deine Lieblingsaromatik, immer ja, wieder dabei. Warum auch nicht, ne? Ja. Auf jeden Fall riecht er sehr angenehm, da können wir uns hoffentlich auch drauf einigen. Ja. Und ich würde sagen, es ist so für einen Silvaner, für den fränkischen Silvaner eher so diese modernere Art, also wirklich so fruchtig, wie ein Silvaner eigentlich sein kann. Also wesentlich mehr kann man sich schon fast gar nicht vorstellen. Also wirklich schön intensive Aromen, bitte, Birne, also wirklich alle so diese Obstsorten. Und ja, ich würde sagen, wir probieren mal einen Schluck. Sowohl ihr da draußen. Ja, da würde ich sagen, hat man so diese Aromen auch am Gaumen. Ja, kann man genauso gut beschreiben. Interessant bei dem Wein, dass der wirklich sehr, 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 sehr wenig Restzucker hat. Der ist also wirklich der Restzuckergehalt bei 1, irgendwas Gramm pro Liter, also fast gar nichts. Das heißt also wirklich extrem wenig Restzucker. Trotzdem ist er jetzt für mein Empfinden überhaupt gar nicht ja, säurelastig oder so, sondern es ist wunderschön eingebunden alles, aber wirklich schon knackig trocken, aber also das ist wirklich schon ein schöner, richtig trockener Wein. Also du liegst genau richtig, 1 Gramm Restzucker hat er, ist bemerkenswert. Ja. Somit typisch fränkisch trocken, was will man mehr? Städtener Stein, Silvaner, ach, das ist wirklich, wir haben auch eben Silvaner, also wir haben unbewusst unsere erste Weinprobe jetzt in dem Jahr mit unserer fränkischen Identität gestartet, das heißt, wir haben mit einem Silvaner gestartet und wie ihr bestimmt sicherlich schon wisst, ist unser Slogan der Frankenweinwerbung ja eben Silvaner Heimatzeit 1659, findet sich auch auf unseren schönen Moderationskarten wieder und ja, alles richtig gemacht, hätte ich gesagt. Ja, wir Start halt in ein super Jahr. Ja, auf alle Fälle, ne? Wir sind dabei. Ja. Ja, wir können halt irgendwie auch nicht raus aus unserer fränkischen Haut, daher passt es ja irgendwie. Mhm. Was heute ein bisschen anders ist als in den letzten, ja, so 2, 3 Streams, die wir zum Ende des letzten Jahres gemacht haben, da hatten wir sehr hochwertige Weine, unsere Top-Segmente, Top-Sekte auch und so. Heute bewegen wir uns komplett in unserer sogenannten klassischen Linie, also Lagenweine, wie ihr seht, hier steht ein Stein. Ja, also ich würde mal sagen, so das Mittelsegment. Und aber das heißt nicht, dass die Weine schlechter schmecken müssen, sondern es ist halt eine andere Stufe sozusagen, aber es sind, wie ich sagen würde, so Weine für alle da. Ne? Das kannst du immer neu getrinken. Und ja, wie war denn euer Jahr bis jetzt eigentlich so? Die so einen Monat rum, ich würde sagen, fällt mir ganz gut so mit einem Glas Wein in der Hand. Charmante Umgebung. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben auch das Glas Wein in der Hand. Ich schaue mal gerade rein über die ersten Reaktionen. Wir haben hier schon Grüße, die da gesendet werden. Der Honigmelone wird da auch rausgerochen, tatsächlich. Also wenn ich jetzt auch nochmal reinrieche. Ja, ist auch immer interessant. Es verändert sich auch. Also es ist mal häufig so, dass so der erste, wenn man gleich zu Beginn mal in das Glas reinriecht, kommt einem so, ja, so die ersten Aromen entgegen. Ja. Und wenn man dann eben mal so ein bisschen wartet, dem Wein auch so ein bisschen Zeit gibt, ja, mit dem Sauerstoff zu reagieren, dann kann sich das durchaus auch verändern und man kommt dann immer noch auf den einen oder anderen, auf das eine oder andere Attribut mehr. Es kommen Attribute wie prickelnd leicht, hat jetzt jemand auf YouTube geschrieben, also das ist wirklich schön. Und die ganzen Grüße, die jetzt reinkommen, also ich kann sie nur erstmal zurückgeben. Ich freue mich tatsächlich, liebste Grüße an alle, die heute wieder dabei sind. Und, danke, dass sie auch von euch wieder zu uns zurückkommen. Wir sind alle wohl auf, wie ihr sehen könnt. Also somit, Peter ist wohl auf, ich bin wohl auf. Thomas Nummer 1, der hinter der Kamera sitzt, ist wohl auf. Thomas Nummer 2, der auch sozusagen an den Bildschirmen sitzt, den für euch erstmal nicht so ersichtlich ist, auch der ist wohl auf. Der wird mir wieder alle Informationen auch noch weitergeben, wenn ihr eben was schreibt. Wie gesagt, falls ich hier mal was verpassen sollte, dann gibt er mir das auch weiter. Und unterstützen wird uns heute auch noch Thomas Nummer 3. Also wenn ihr auch Thomas heißt, könnt ihr euch herzlich bewerben, um bei uns im Online-Weinproben-Team teilzuhaben. Dann wäre es halt Thomas Nummer 4, sehr gerne. Ja. Thomas Nummer 3 steht nämlich auch hier noch im Off. Der hat ja bei uns als Online-Weinproben-Praktikant im Dezember mitgewirkt, falls ihr es gesehen habt.
Auch heute ist er wieder dabei und ist jetzt somit aufgestiegen. Wir haben ihn gleich befördert. Er ist nämlich jetzt unser Controller und er hat prompt somit alles richtig gemacht. Ja, Mensch, Thomas, du hast alles richtig gemacht. Wie oft hast du diesen Satz in deinem Leben schon gehört? Naja, egal. Kannst du uns als Controller mal so ein kleines Update geben über die Weinproben, die wir hier so 2020 gemacht haben? Erstmal ein erstklassiges Format, das seinen Ursprung im März 2020 gefunden hat und viele spannende, interessante Episoden, die wir seitdem euch angeboten haben. Mit einem starken Start im März. Es gab dann Konkurrenz im Sommer, nämlich die Sonne und das schöne Wetter. Und im Herbst und im Winter hat man nochmal richtig durchgestartet. Und jetzt sind wir 2021 wieder voll dabei. Vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein darf. Super. Ja. Danke. Gerne. Ja, genau. Hast du auch den Wein schon im Glas? Ja, ne? Du hast ihn dir parallel eingeschenkt, gell? Super. Gut. Sehr gut. Genau. Ja. Aber doch. Für uns ein schönes Jahr 2020 eigentlich, was dieses Format betrifft, kleine Delle im Sommer, aber klar, da waren alle mal draußen, als es mal warm war und mal raus konnte. Wenn ihr jetzt draußen seid, bis 21 Uhr hier in Bayern allerdings nur, dann seht ihr manchmal Menschen in den Weinbergen arbeiten und vielleicht fragt ihr euch, was die da jetzt eigentlich tun in dieser Zeit. Tatsächlich passiert jetzt eine ganz wichtige Arbeit, nämlich der Rebschnitt, also das alte, ja, Gehölz wird rausgeschnitten, die alten Triebe werden rausgeschnitten und die Rebstöcke werden sozusagen fit gemacht für den neuen Jahrgang, für den 2021er Jahrgang. Da wird also jetzt wirklich der Grundstein gelegt für einen hoffentlich sehr, sehr guten Jahrgang 2021, den wir uns sehr wünschen und auch in ausreichender Menge natürlich. Ja, Menge, ja. Ganz wichtiges Stichwort. Ja, das stimmt. Wir gehen nicht weiter drauf ein. Ihr wisst Bescheid. Nein. Kommt immer noch nicht über deinen Vorwurf des Rebenschwalls hinweg. Aber man hat es gerade schon ein bisschen in Ansätzen gemerkt. Ja, okay, na gut. Ja, wenn ich dann schon dabei bin, kann ich vielleicht euch auch noch so einen kleinen Einblick in meine Abende vor Weihnachten geben. Interessiert sich nicht? Na, gut. Ich bin verkabelt. Du musst hier bleiben. Es finden ja keine Weinproben momentan statt, in normaler Art mit Live-Publikum, was mich oder uns sehr, sehr betrübt. Und außer diesem Format, wo ihr gerade Teil davon seid, habe ich auch gerade so vor Weihnachten ziemlich viele virtuelle Weinproben gemacht, wo wir uns dann eben über irgendein geeignetes Medium, ihr kennt die verschiedenen Sachen, die es da so gibt, zusammen verlinkt haben und dann die Menschen eben auch sich die entsprechenden Weine vorher bestellt haben oder die entsprechenden Weine geschickt haben und dann wirklich so im virtuellen Stil eine Weinprobe, so ähnlich wie in der realen Welt gemacht haben. Das kann ich euch nur einladen, wenn ihr auch sowas auch Lust habt. Da hat man natürlich viel mehr Interaktion, weil man sieht sich ja und kann dem anderen dann auch beim Trinken zuschauen. Nicht so wie hier, wo ihr immer nur uns zuschauen könnt beim Trinken. Da kann ich dann auch mal in eure Wohnzimmer schauen und macht auf jeden Fall auch Spaß. Also wer da Lust dran hat, einfach mal E-Mail schreiben, anrufen, vorbeikommen. Das geht, ist auch lustig. Ja. Also ich freue mich tatsächlich auf die vielen weiterhin die vielen Grüße, die du jetzt leider eben nicht siehst, aber wie gesagt, auf meinem riesigen Bildschirm ploppen die da rein. Wir haben auch ganz viele Zuschauer eben bei YouTube diesmal wieder. Es ist toll. Also wir fahren da zweigleisig, Facebook und YouTube. Und schön, dass beides so gut funktioniert. Herzlichen Dank auch wieder hier an die Technik. Und ich würde fast sagen, wir trinken den letzten Schluck, der vielleicht im Glas noch ist, bei euch, bei mir jetzt. Aus und gehen zum nächsten Wein über. Lasst uns den 2019er Dertinger Mandelberg Grauen Burgunder Kabinett Trocken probieren. Für die ersten, die jetzt heute dabei sind, die sagen, oh, geht ja relativ schnell, dass wir schon zum nächsten Wein kommen. Ja, schenkt euch immer nur einen kleinen Probeschluck ein und wenn ihr dann wieder uns von der Bildfläche verschwinden seht, dann könnt ihr euch einen größeren Schluck noch einschenken, weil die Flaschen sind ja dann geöffnet und gehören dann auch in der nächsten Zeit geleert. Ich möchte jetzt keinen Zeitraum festlegen, aber gut. Also ich trinke auch noch mal einen Schluck aus. Ja, gerne. Mhm. Gut, also Grauer Burgunder. Der steht da jetzt da gerade gar nicht. Wo ist der denn? Warte mal, du hast den? Ich habe den. Den Silvaner. Bleibt ja nur noch einer übrig. In diesem Sinne habe ich euch das Geschenk. Ah ja. Ah, okay. Okay, vielen Dank. Danke. So, sehr nett von dir. Man merkt, dass du
fast aus der Gastronomie bist. Vielen Dank. So, ihr seid zu Hause auch soweit eingeschenkt. Wie gesagt, nicht so viel, damit ihr dann auch unserem Tempo folgen könnt. Richtig. Und lieber. So. Seid ihr soweit zu Hause? Schau gerade rein. Jawohl. Dertinger Mandelberg, Grauer Burgunder Kabinett. Grauer Burgunder ist das jetzt, der erste war Silvaner. Richtig, ja. Weil Silvaner einmal seit 1659 und da sind wir jetzt eben beim Grauen Burgunder. Nur wegen der Frage. Ja. Ich rieche mal als erstes rein, aber faktisch wisst ihr ja, dass wir erstmal mit der Kolore, also mit der Farbe anfangen. Wenn wir da jetzt auch schauen, wenn ich jetzt gegen mein schönes weißes Licht hier halte, ist das fast wie ein weißes Blatt Papier, das wir hier haben. Hellgelb. Bisschen kräftiger als das Silvaner. Bisschen kräftiger tatsächlich, ja. Hat nicht diese Rosé, diesen leichten Rosé-Stich, was ein grauer Burgunder haben kann. Das kann sehr gerne dazugehören. Ja. Passiert auch mal, dass jemand denkt, oh, so ein Rosé ist alles schon vorgekommen. Ja, dabei ist es ein grauer Burgunder, deswegen auch ein grauer Burgunder. Die Bärenhaut ist einfach sehr gebergt. Sehr viel farbintensiver. Kann ein bisschen mehr Farbe eben damit bringen. Ja. Gut. Schön. Also Kolore, wie gesagt, wegen Gelb. Genau. Wir riechen mal rein. Odor. Also ich rieche mal rein. Ich auch. Du redest auch drüber. Ja, bitte. Ja, also er ist auch eher zurückhaltend. Ich würde da von so einer noblen Zurückhaltung des Pinot Gris, wie die Franzosen nennen würden, sprechen. Schon ein bisschen was Wuchtiges auf alle Fälle da. Bisschen auch so nussige Aromen, die jetzt vorher beim Silvaner so gar nicht da waren. Ja, sehr, sehr, sehr gefällig, aber eben nicht so aufdringlich. So ein bisschen Umami in der Nase, so ein Wohlgeruch. Ich glaube. Dann probieren wir mal, also zum Wohl her. Zum Wohl. Ja, würde ich sagen, also bei meinem Gaumen kommt da jetzt durchaus ein bisschen Wumms an, also da ist schon einiges da. Fast ein bisschen mehr, als man so in der Nase eigentlich sich so vorgestellt hat. Mit meinem Mund schön austapeziert von dem Wein, also der ist überall da. Ja. Und ist sehr, sehr angenehm, hat eben also diese schöne Fruchtigkeit, auch einen guten Schmelz, würde ich mal sagen. Also er ist wirklich schön kräftig da. Ohne Erdig kommt hier als Kommentar. Erdig mag ich immer nicht so, weil ich halt ja auch keine Erde esse, aber voll nachvollziehen. Dieses ungeprägte natürlich. Ja. Auf alle Fälle. Ja, definitiv. Schön weich und kräftig, aber auch fühlig. Aber ich finde auch nicht, dass es der lauteste graue Burgunder ist, den wir im Sortiment haben, wenn ich jetzt mal so an gewisse andere denke. Ich finde ihn, natürlich ist mehr los als beim weißen Burgunder, kann man sagen, ja. Weil er einfach ein bisschen komplexer ist, vielfältiger in der Aromatik, aber ich habe euch das ja schon mal gezeigt an sich, wenn ich sage, was ist ein grauer Burgunder oder was ist der Unterschied zum weißen Burgunder. Und beim letzten Mal, als ich das bei der Weinprobe gemacht habe, hat genau der Thomas in der Zeit etwas eingeblendet, dass ihr diese Geste tatsächlich nicht sehen konntet, wie ich im Rückblick vernommen habe. Deswegen möchte ich jetzt diese Gesten nochmal machen. Ja, Timing ist alles, Laura. Timing ist alles im Leben. Und ihr merkt aber auch schon, wer jetzt ein bisschen die Weinproben öfter schon geguckt hat, tatsächlich, ich mache oft immer so oder irgendwie sowas. Aber um euch nochmal diesen Unterschied zwischen grauen und weißen Burgunder zu zeigen, tatsächlich weißer Burgunder, ihr trinkt den und er schluckt den runter und er ist schön, er geht runter und fertig. Also diese Bewegung, unkompliziert, einfach, angenehm. Beim grauen Burgunder passiert das im Mund. Also ich hoffe jetzt, dass jetzt nichts eingeblendet ist. Da passiert viel, viel mehr. Und du hast es so schön gesagt, der Gaumen wird tapeziert. Ja. Die Aromate ist so von erdig oder wie sag ich jetzt mal, bodengeprägt, fruchtig. Also da ist viel mehr los. Und somit hoffe ich, dass ihr jetzt euch diese Gesten einprägen könnt, weil Weinbeschreibung kann auch so einfach sein. Wir müssen es nicht immer mit den blumigsten und schönsten Wörtern machen. Wir können es auch einfach mal zeigen. Und gerade in Zeiten jetzt, wo ihr leider nicht verkosten dürft, aber trotzdem kommen dürft, ist das ganz gut, wenn man es mal so machen kann. Schön, wie du mit den Gesten die Worte auch auf den Punkt bringen kannst. Wir müssen ja auch nicht, du sagst das nicht immer so mit den ganz großen Sommelier geeigneten Worten um uns schmeißen. Möglicherweise sind die ja auch gar nicht immer so verständlich. Ja, also so verständlich letztendlich. Ich finde es immer so, also ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, bevor ich jetzt gleich auf die Fragen mal eingehe,
so alltagstaugliche Sommelier-Beschreibungen. Die mag ich ja ganz gerne. Ironie off. Wenn dann sowas kommt mit, als Beispiel, dieser Wein passt perfekt zu Jakobsmuscheln, getürmt auf Lachs-Tatar, was von dem Lachs ist, aus was weiß ich, Norwegen, mit einem Hauch von Zitrone, die aber natürlich aus eurem eigenen biologischen Anbau stammt. Wo ich mir denke, okay, für alle Tage ist es schon mal vielleicht kein Wein, weil bei mir gibt es keine Jakobsmuschel alle Tage, die auf einem Hauch der Pyramide von Lachs-Tatar mit der Bio-Zitrone aus meinem eigenen Anbau gemacht sein kann. Andererseits ein Rotwein. Bei Rotweinen ist es auch so ganz schön, da sagst du, ah ja, Rotwein, das passt jetzt zum Beispiel zu Entenfilet, wäre jetzt auch noch was Weihnachtliches. Aber das Entenfilet, das war natürlich 18 Monate in Teriyaki-Soße eingelegt. Und dazu hat es dann noch Mozart-Musik gehört mit Dezibel von 17 irgendwie. Und man denkt, okay, vielen Dank für diese passende Essensbegleitung zu diesem Wein. Für mich aber leider in der Realität nicht unbedingt umsetzbar. Und somit hoffe ich, dass ihr Gefallen findet an unseren Weinbeschreibungen. Und es kann eben auch relativ einfach sein. Also keine in 18 Monate lang Teriyaki-Soße eingelegte Entenbrust. Ja, schade. Gebt mir doch mal Feedback, ob es das bei euch vielleicht so tagtäglich zu Hause gibt. Ich unterbreche dich kurz deinen Redeschwall und möchte auf die Fragen eingehen. Es kam jetzt mal ganz säuretechnisch noch die Frage, was der Grauburgunder an Säure hat. Das ist kein Problem, kann ich beantworten. Und zwar 6,3 Gramm hat er pro Liter an der Säure. Das ist, was heißt austapeziert? Das ist dein Wort. Beantwortest du bitte. Ja, das beantworte ich gerne. Wir schlürfen ja immer so ein bisschen rum. Der Adam findet ja besonders, wenn du schlürfst, das ist besonders attraktiv irgendwie. Also wir schlürfen so ein bisschen, ziehen so ein bisschen Luft mit in den Mund hinein, haben dann so ein Luft-Wein-Gemisch und das kommt dann eben wirklich überall hin, so an jede Geschmackspapille, die so im Mund- und Gaumenbereich da ist. Und ja, wenn dann man so das Gefühl hat, der Wein, wow, der ist wirklich überall, der kommt einem von der Zunge, hinten vom Gaumen, überall entgegen und bleibt lange da, dann ist das für mich sowas wie austapeziert, einfach sehr präsent, sehr überall da, omnipräsent. Gleiche Frage schiebe ich gleich noch hinterher. Möchte ich auch, dass du was dazu sagst, weil tatsächlich die Frage kommt. Der Titel dieser Weinprobe ist Best of 2020. Wieso verkosten wir denn 2019er Weine? Weil wir die 2020 natürlich gefühlt haben und da schon probiert haben und die uns 2020 sehr gut gefallen haben. Ja, deswegen. So ist es quasi. Also aber keine Angst, die 2020er Weine aus dem Jahrgang 2020, die probieren wir schon auch noch in den nächsten Folgen. Ne? Also bleibt gespannt. Richtig. Also heute ist es quasi mein Best-of, was uns in dem Jahr 2020 am besten gefallen hat. So ist es, was ich meine, dieser Titel. Genau. Deswegen haben wir das so gewählt. Gut, ansonsten, es war noch eine Frage zum Silvaner. Gehe ich später gerne nochmal ein oder machen wir später noch. Ist kein Problem, ich habe es auf dem Schirm. Ansonsten, weiß jetzt nicht, wo sind wir gerade hier, der Mozart-Dings, aber wo vergessen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ja, auf alle Fälle eine gute Idee. Genau, auch gern von mir nochmal das Allerwichtigste, auch dieses Jahr wird es so sein, trinkt den Wein, der euch schmeckt, egal was wir oder irgendwelche anderen Menschen über den Wein erzählen und sagen und blumig ausformulieren und welche Essensempfehlungen wir dafür aussprechen oder nicht aussprechen, trinkt das, was euch schmeckt, das ist wichtig. Ja. Also dieser Lockdown-Tipp von uns eben, dass man sagt, Mensch, schaltet euch auch untereinander mit Tablets und Videos und Handys, Kameras zusammen und trinkt da zusammen an Wein. Das funktioniert aus unserer Praxis auch sehr, sehr gut, dass da einfach trotzdem die Gemeinsamkeit da ist und dass ihr eben nicht alleine trinken müsst, sondern dass man dann eben zumindest im Videochat auch zusammen im Austausch ist. Das ist so ein kleiner Lifehack aus unserer vergangenen Monate, die auch sehr gut funktionieren. Jo. Gut. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten. Achso, noch Wein. Eine Frage zum Silvaner. Ja, ich würde noch, genau, bevor wir jetzt zu Rot übergehen, noch zum Weißwein, weil die Frage tatsächlich kam, es war so wegen das Gefühl, als würde der prickeln, der Silvaner. Okay. Als hätte er, ich sage jetzt mal, ein bisschen Kohlensäure, möchte ich jetzt mal so weiter formulieren. Und die Frage kam dann da, woher das denn kommt, dass manche Weine, obgleich er jetzt kein Seco ist oder eigentlich nicht Kohlensäure zugesetzt bekommen hat, so ein Prickeln hat. Ja, also hatte ich jetzt nicht so parat auf der Zunge, aber es ist so, dass halt
auch in einem Stillwein, also die Weine, die wir jetzt so vor uns haben, natürlich auch Kohlendioxid enthalten ist, halt nicht so viel wie in einem Sekt oder in einem Perlwein. Und das kann schon, man kann das schon spüren. Und ich würde auch annehmen, dass es leichter spürbar oder deutlicher spürbar ist, auch durch die Abwesenheit des Restzuckers. Also wenn er trockener ist, dann spürt man das auch noch so ein bisschen mehr, diese Kohlensäure. Ja. Ja. Ja, dann eben auch so ein bisschen. Und beim Silvaner, wie gesagt, da waren wir bei 1 Gramm Restzucker. Ja, genau, und der war wirklich sehr extrem trocken. Ja. Ja. Und sagen kann man da drauf schieben sozusagen. Also in jedem Wein, jeder Wein hat ein bisschen Kohlendioxidgehalt. Gut. Ansonsten, jetzt haben wir da aus meiner Sicht alles mal. Okay. Stimmt, wie gesagt, die Größe, wir gießen aus. Gehst du bitte erst aus? Ja, mach das mal. Die Abstände auch weiterhin einhalten. Ihr bereitet euch jetzt schon mal auf den Wein Nummer 3 vor, unseren Rotwein für heute Abend. Wieder der Probierschluck. Genau. Das ist jetzt ein 2018er Bronnbacher Josefsberg Spätburgunder, UBA trocken. Mhm. Oh Gott, sehr spannend. Ist eine lange Flasche, das geht. Merci. Ja. So, tak, tak. Rob Svenska, Ian. Ach ja, ja. Okay. Ja. Kannst du ja zack. Ja, genau. Ja, zack. Mal gespannt, was nächste Woche kommt. Ja, der 2018er Bronnbacher Josefsberg Spätburgunder aus dem Taubertal. Ihr seht, hinten drauf auf der Flasche steht auch Baden, Tauberfranken. Also das wisst ihr ja schon, dass wir nicht nur in Franken Winzer und damit Rebflächen haben, sondern eben auch im Taubertal. Etwa 1200 Winzer, einige davon im Taubertal und ein Teil davon eben im badischen Teil des Taubertals. Mhm. Und da kommen ja auch immer so gute Rotweine her. Ne? Tatsächlich. Also es ist so, wenn wir jetzt gleich mal noch wieder auf die Farbe eingehen, es tut mir leid, ich habe wieder gleich dran gerochen. Es ist einfach diese erste. Ja, es geht ja mit allen. Dran. Also Farbe, wenn wir gucken, Colore. Ich finde es jetzt eben nicht so dunkel, wie es beispielsweise bei einem Cabernet d'Orsa der Fall ist, aber es ist auch nicht so hell, wie beispielsweise bei einem Schwarzriesling. Mhm. Er ist irgendwo so dazwischen. Jetzt, vielleicht ist es bei manchen blutrot, je nachdem. Genau richtig, aber einfach für die Farbe für einen Spätburgunder. Also einen schönen, dunklen genau. Spätburgunder. Pinot Noir. Ja, für einen Spätburgunder auf jeden Fall eine schön intensive Farbe. Der Odor finde ich jetzt aber auch recht fruchtig für den ersten Eindruck. Auf wie ist alle es bei euch zu Hause? Habt ihr da auch gleich so die ersten Gedanken? Quitte. Frucht. Keine Quitte, nur bei Weißwein. Nee, ich finde so einen schönen Mix aus so ein bisschen Kirsche, bisschen Kakao, bisschen Mandel. Hm. Aber der überwiegende Anteil tatsächlich dieses fruchtige, kirschige, Sauerkirsche. Ja, auch ganz interessant, um es offen zu sagen, wir probieren ja die Weine grundsätzlich auch, ich sage jetzt mal, eine Woche vorher, bevor wir dann die Weinprobe haben. Da hat er aus meiner Sicht, ich hatte ihn jetzt noch ganz anders wieder in Erinnerung. Also eben auch so schön, was du vorhin gesagt hast, diese Veränderung, die jetzt selbst passiert, wenn ich sage, der steht jetzt mal noch 2 Minuten auf dem Tisch, wie er wieder ganz anders riecht. Genau, also toll. Nicht immer das Glas sofort austrinken, gern auch mal ein paar Sekunden Zeit lassen oder ein paar Minuten Zeit lassen und einfach nochmal dran riechen. Irgendwie erinnert mich auch so ein bisschen an Weihnachten noch. Also ich finde da auch so ein bisschen was Würziges drin. Vielleicht liegt es noch daran, dass ich jetzt gerade noch die Lebkuchen und Plätzchen fertig aufesse, die noch nicht gegessen sind. Aber hat auch so ein bisschen Weihnachtliches. Ja. Und ich würde auch sagen, oder nicht ich würde sagen, sondern der hat auch so einen leichten Holzeinschlag auf alle Fälle. Also der war im Holz fast gelegen. Ich habe mich mal erkundigt gemacht bei unseren Kellermeistern. Da war in dem großen Holz was gelegen, aber sehr lang, also vergleichsweise lange, also mehr als ein Jahr. Mhm. In einem großen Eichenholz war es. Okay. Und das war da doch auch so eine kleine Abrundung davon erfahren. Dann würde ich sagen, wir probieren mal, wie es schmeckt. Zum Wohl. Prost. Ja, hat auch so die Fruchtigkeit, die da so weitergeht, plus durchaus deutliche Gerbstoffe, die man also schön feststellen kann. Also diese Tannine, diese leicht, ja, die den Mund so ein bisschen trocken machen auch, hat er, was zu einem Rotwein unbedingt dazugehört aus meiner Sicht. Also ich mag das schon sehr gerne. Und tatsächlich fühle ich mich jetzt so ein bisschen an diesen italienischen Rinderbraten erinnert, der 3 Stunden lang bei sehr niedriger Temperatur bei uns auf dem so einen großen gusseisernen Kochtopf da vor sich hin gebrutzelt hat und
geblubbert hat und so einen Tag so zwischen Weihnachten und Neujahr tatsächlich sehr schön, ja, wie soll ich sagen, schöner gemacht hat. Der und da 18 waren so Monate. Drei Achtel von dem Wein da nämlich auch drin. Diese 18 Monate eingelegte Rinderbraten. Genauso ähnlich. Also ja. Dieser Brojo Späbu, wie wir ihn bei uns nennen, Brombacher Josef Weg Spätburgunder, Brojo Späbu, ganz liebevoll von uns so diesen Spitznamen bekommen, ist definitiv mein Best of 2020. Also in dem ganzen Jahr finde ich den mit einer der besten Spätburgunder, die ich probiert habe. Es ist ein Spätburgunder, wie er im Buche steht, wie ich finde. Und da zitiere ich gern mal wieder aus einem Buch. Wie ihr wisst, habe ich da auch immer ein großes Repertoire. Wo ist denn wieder Buch hier? Ich habe aus dem Off, habe ich es her. Aus dem Off. Ich sag's euch, wie es ist. Wir spielen jetzt keine große Rolle, wie das heißt. Dieses Buch hat mir auf jeden Fall meine Schwiegermama geschenkt. Und jetzt, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, es steht hier drauf, auch für Einsteiger geeignet. Naja, hat wunderbar. Sie mir geschenkt. Ne? Finde ich also, gut. Ja, genau, also, richtig gemacht. Ja, finde ich richtig toll. Und somit bringe ich jetzt mal hier nicht aus dem Konzept. Nee. Hast du eins? Über Spätburgunder steht da drin, ich zitiere: In Deutschland ist der Spätburgunder für die besten Rotweine verantwortlich. Die wuchtigsten Spätburgunder werden in Baden erzeugt. Sie sind körperreich und alkoholstark. Also genau, Spätburgunder aufgeschlagen, steht genau wunderbar. Das drin. Hier, da Spätburgunder aus der Baden. Den gedruckt gleich. Da ist er. Also somit, ich bin... Dass du halt auch immer die passende Stelle findest, so schön. Ich bin total organisiert. Und somit weiß ich, wo was steht. Ja, gut. So viel dazu. Kommt man doch gut durchs Leben vermutlich, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich an euch da draußen noch eine Frage. Wir haben mal überlegt hier so im Team, ob wir uns nach dem Stream, ja, denn das kennt ihr jetzt schon alle so 30, 40 Minuten irgendwie, ob da Interesse bei euch besteht, dass wir uns danach noch irgendwie in irgendeiner geeigneten Plattform noch so einen weiteren Austausch treffen können, sozusagen so ein Chat-Room weiter Live oder Chat. So. Könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, ob das vielleicht cool wäre, ob wir das mal weiter vorantreiben sollen oder sagt ihr, 30 Minuten mit den beiden das Land. Es würde uns auf jeden Fall mehr Zeit geben, noch die offenen Flaschen zu leeren, stimmt, gemeinsam also euch mit euch zusammen ja, genau. Und eben noch Fragen, wie es jetzt auch einige noch reingeprasselt sind, gehen wir gleich noch darauf ein, zu beantworten. Also somit klingt aus meiner Sicht ganz gut. Gebt uns da mal Feedback, ob das eben für euch was wäre. Und ansonsten, Peter, ich möchte kurz auf die Frage eingehen. Ja. Redeschwall, okay? Ja. Alles klar. Frag nichts. Wir sind Anfänger, heißt es da. Ich sehe, ihr nehmt immer die gleiche Glasform. Ist das eigentlich egal, aus welchen Gläsern man Rot- oder Weißwein trinkt? Ja, die Wahl des Weinglases ist auch ein Thema der nächsten Online-Weinprobe, die wir haben. Aber da klickt dann natürlich sowieso rein, aber vielleicht so ein ganz kurzes Statement von mir dazu. Wichtig ist, dass das Glas an sich gut für Wein geeignet ist. Ob jetzt dann Rotwein oder Weißwein drin ist da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber schön ist schon mal, wenn es einen Stiel hat, wenn es hier unten breiter ist als oben, also wenn es sich nach oben hin verjüngt, weil dann kann man viel besser die Aromen erkennen, die strömen einen dann viel besser in die Nase. Und die ausführlichere Erklärung kommt dann beim nächsten Mal. Ja. Da sollen ja auch wieder welche zuschauen. Ne? Ja, eigentlich auch ein guter Hinweis. So unsere Weinproben könnt ihr auch, also alle schon bereits gesendeten Weinproben, könnt ihr auch wieder unter www.gbf-frankenwein.de anschauen. Oder kurz www.gbf.de. Genau, wahlweise auch auf dem YouTube-Kanal, gibt es auch Facebook. Die Weinpakete sind häufig auch noch länger bestellbar. Ja. Bei dem jetzt gerade nicht, weil der eine Wein tatsächlich ausgedruckt ist. Ne? Ja, eine Flasche haben wir jetzt noch da, klar. Aber die gehört jetzt dann auch nicht. Ja, die gehört da auch jetzt. Naja, gut. Das ist die letzte Flasche, die es gibt. Ja. Die habe ich. Genau. Ansonsten, ja, also ihr könnt Peter und mich aber auch zum Beispiel für den nächsten Geburtstag eures Papas oder der Mama oder auch eben der Schwiegermama, der Schwiegeroma verschenken, quasi als Weinpaket. Denn wenn wir sowas machen, machen wir das auch gern virtuell eben mit euch zusammen. Somit sind wir eine kleine private Runde und wir sitzen gemeinsam dann vor dem Bildschirm und ihr könnt auch zu Hause in eurer Geburtstagsfeierrunde, je nachdem natürlich, welche Bestimmungen gerade gelten, zusammen feiern. Also auch da könnt ihr uns buchen. Genau. Oder halt einfach irgendjemand,
der dafür würdig ist, so ein Weinpaket zuschicken. Ja. Und den Link, dann kann er sich das in Ruhe sozusagen selbstgewählt, zum selbstgewählten Zeitpunkt anschauen und hat vermutlich einen, hoffe ich doch, einen schönen Abend. Ja, ich gehe jetzt gerade nochmal auf die ganzen Aspekte tatsächlich ein. Es kommen ganz viele Aromatik-Eindrücke von Brombeere, haben wir da jetzt dabei gehabt. Darüber, ja, Brombeere finde ich ja tatsächlich auch bei den Spätburgundern da ganz, ganz prägnant. Es war Pflaume, es war Himbeere, Kirsche war auch noch ein bisschen mit dabei. Also somit danke für eure Eindrücke, das ist super. Man merkt tatsächlich, dass ihr doch keine Anfänger seid, wie vielleicht manche von euch denken, dass ihr seid. Dass ihr selber sagt, oh, wir sind eigentlich gar nicht so geübt. Aber darauf kommt es an. Das ist immer in Peter sein Lieblingswort. Der Wein muss schmecken. Genau. Und wenn ihr dann noch sagt, Mensch, das erinnert euch an Kirsche, dann ist es doch umso besser. Aber das ist kein Muss. Aber es ist toll, dass es so gut hier funktioniert. Genau. Weinkenner bedeutet, ich erkenne, der Wein schmeckt mir. Das ja, richtig. So schön. Jetzt so zum Schluss. Ich habe vorhin gesagt, eben, ihr könnt Peter und mich auch zum Geburtstag verschenken. Geburtstag ist auch das nächste Stichwort, das Abschlussstichwort. Ich nehme jetzt nochmal den Griff zu meinem Glas. Wir stoßen nochmal tatsächlich an mit euch. Wenn noch Fragen reinkommen, einfach nochmal durchgeben. Ich gucke dann nochmal ganz zum Schluss mit drauf. Aber Stichwort, Thomas, du hast noch was zum Geburtstag zu sagen. Ich mache dir da auch nochmal mein Mikro ab. Ich übergebe das gerne an dich. Ja, an dieser Stelle möchten wir tatsächlich alle nochmal unserem kaufmännischen Betriebsleiter Stefan Hege zu seinem heutigen 57. Geburtstag gratulieren. Viel Gesundheit, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Bis zum 58. Und ja, zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt hast du dein Glas nicht dabei. Schade. Ja, das kann ich holen. Ja. Nächste. So, also, ja, zum Wohl. Auf Ihr Wohl. Gucke ich da gerade nochmal rein. Da kommt schon das erste Feedback. Peter, das werden wir mal im Anschluss auswerten. Feedback im Sinne von, dass man sagt, Mensch, braucht man virtuellen Austausch danach noch. Ja. Das, spannend. Wie gesagt, schreibt es gerne auch noch, wenn wir jetzt quasi ins Off gehen, mit rein. Wir werden das dann zum Schluss auswerten. Und ansonsten Frage, ideale Trinktemperatur für den Spätburgunder. Was haben wir denn hier für Temperatur? 18, 19, 20 Grad, würde ich mal sagen. Ja. Aber gut, da braucht man ja schon wieder ein Weinthermometer oder so. Oder das Bratenthermometer gibt es auch. Thema nächste Weinprobe. Schaltet genau wieder rein. Unbedingt am Freitag wieder, den 26. Februar, wieder 19 Uhr. Laden wir euch wieder ein hier. Wir werden da so einen Crashkurs in Sachen Weinprobe machen. Ihr habt das jetzt schon ein bisschen gehört von uns. Ich bin gespannt, was wir da euch so alles werden. Also liebe Zusehende, danke für diesen fulminanten Start sozusagen in 2021. Danke, dass ihr so zahlreich dabei wart auf allen Plattformen, wo wir es veröffentlicht haben. Ich freue mich so sehr und ja, ich stoße jetzt quasi auch nochmal mit euch an. Wir stoßen intern da nochmal an. Kommt vorbei, ruft uns an, schreibt uns Mails, schickt uns Brieftauben, wie auch immer es im Moment möglich ist. Wir freuen uns auf euer Feedback, tatsächlich Wünsche, Fragen, Anregungen. Wir sind immer offen für alles. Ja? Gut. So, vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zum Ciao. Zum Wohl.